So, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Stardew Valley. Oh, wer ist denn da? Die kennen wir noch nicht. Oh, bist du nicht gerade hergezogen? Ich bin Maru. Ich habe mich darauf gefreut, dich kennenzulernen. Weißt du, in einem kleinen Ort wie diesem hier kann ein neues Gesicht die Dynamik ziemlich verändern. Es ist aufregend. Das stimmt. Das stimmt. So, wer ist hier? Hier ist niemand. Da ist jemand. Komm hier mal in die Hand. Oh, wer bist du denn? Hallo? Krankenschwester? Hallo? Hallo? Aha. Ah ja, okay. Das ist keine Bewohnerin oder was? So, Piers. Hallo. Huch, ich klemme. Hallo. Ah ja, stimmt, bei dem kann ich kaufen. Wir haben ja Geld. Kaufen wir denn mal? Katoschka! Tulpen! Wächst 10 Tage. Ist eigentlich Zeit angehalten? Weiß nicht. Ausgewählte Farben. Grünkohl. Wächst. Ernte sie mit einer Sense. Grünkohlsaat. Bohnen! Oder ich mache erstmal Pastinaken. Oder ich mache Kartoffeln. Komm, wir machen mal. Ach, Kartoffeln. Zack. So, kann ich mit Pierre auch reden? Ah ja. Hey, du bist Barney, der neue Bauer, oder? Ich bin Pierre, der Besitzer des örtlichen Gemischtwarenladens, nicht des Geschwisterladens. Wenn du Saat brauchst, ist mein Laden der richtige Ort dafür. Ich kaufe dir auch deine Erzeugnisse zu einem guten Preis ab. Wenig Landwirtschaft könnte unserer Wirtschaft etwas ankurbeln. Ja. Ich bin aktiv dabei, möchte ich behaupten. So, komm ich hier rein? Ja. Wer sind Sie denn? Hallo, du musst Barney sein, unser Neuankömmling. Ich bin Caroline. Sollte ich irgendetwas Besonderes für die Aerobikstunde tragen? Sollte ich irgendwas? Sollte ich irgendwas? Ja, keine Ahnung. Hier blinkt wieder ein Ausrufezeichen. Auf zum Strand! Jemand namens Willy hat dich dazu eingeladen, ihn am Strand südlich der Stadt zu besuchen. Er meinte, er habe etwas, das er dir geben will. Stimmt, den Typen müssen wir auch nochmal besuchen. Was ist das hier? Kirche? Kirche? Eine Kirche. Naja, gut. So, oh, kenne ich noch nicht. Hallo, stopp. Wer sind Sie? Oh, du bist nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber das ist okay, ich bin Jodi. Das hier ist ein kleines Städtchen. Also es ist immer sehr aufregend, wenn jemand Neues einzieht. Einen Bauern hier zu haben, könnte einige Sachen ändern. Jo, halt, stopp. Emily. Ah, ich kann dein Gesicht ablesen. Es... Dir würde es in Pelikan gefallen. Falls du noch irgendeine Aktivität für diesen Abend suchst, schau mal in der Kneipe vorbei. Dort arbeite ich. Alles klar. Zum Saufen also in den Salon. Oh, hallo. Hallo. Ah, Bürgermeister... Ach so, das ist ja eine Frau. Ah, Bürgermeister Louis hat mir gesagt, dass du gerade angekommen bist. Ich bin Marnie. Ich verkaufe Nutztiere und allerlei Hilfsmittel auf meiner Ranch. Schau auf jeden Fall mal vorbei, so. Okay, hier haben wir zwar noch ein paar Häuschen. Aber da ist der Louis. Können wir auch mal quatschen. Der Bürgermeister. Oh, ein Louis. Na, wie war denn erste Nacht in der alten Hütte? Dein Großvater hat sich immer über, das klapprige Bett beschwert. Aber ich bin mir sicher, tief drin hat er dieses Haus geliebt. Das weiß ich nicht. So, hier geht's zum Strand. Das kann ich schon mal sagen. Oh, Zwischensequenz. Räuberchen. Hab gehört, es gibt einen Neuling in der Stadt. Gut, endlich kann ich dich, endlich kennenzulernen. Ah, ich versuche immer noch ein wenig abzuschalten nach einem ganzen Monat auf der Salzgen See. War ein ziemlich großer Fang, hab eine Menge guten Fische gekauft, verkauft. Endlich genug gespart, um eine neue Angel zu leisten. Hier, du kannst mir eine alte haben. Mir ist es wichtig, dass die Kunst des Fischens nicht in Vergessenheit gerät. Und hey, vielleicht kaufst du hin und wieder mal was von meinem Laden. Na? Du erhältst Bambusstange. Mhm. Hier im Tal gibt's gutes Wasser. Alle möglichen Fische. Oh ja, mein Laden ist jetzt wieder offen. Also komm vorbei, wenn du Vorräte brauchst. Ich kaufe auch alles, was du fängst.
Wenn's stinkt, verkauft sich's bestimmt. Das hat mein alter Vater zumindest immer gesagt. Oh, erstmal weiter puffen. Schön auf Lunge. Gut, wir können also angeln. Wie geht das? So geht das. Was muss ich jetzt machen? Na? Mhm. Alles klar. Max. Beißt hier gar nichts? Oh doch, Treffer. Wow. Klicke, loslassen. Okay, perfekt. Ja gut, der Fisch hat sich auch nicht bewegt. 20 cm Sardine. Max. Oh, Gold. Oder sind die immer Gold? Nee, oder? Das ist schon ein Bombenfisch. Oh, Treffer. Oh. Ah. Sardine, 10 cm. Ah ja. Boah, habe ich echt gleich einen Monsterfisch, also eine Monster-Sardine rausgezogen. Super. Ist bestimmt ein bisschen was wert. Blüh. 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 Ah ja. Ah ja, fast perfekt. Sardine, 10 cm. Na gut, okay, so geht also angeln. Ich glaube, es gibt später auch noch Köder und sowas. Was ist das? Miesmuschel. Oh. Oh. Wer sind Sie denn? Hallo. Ah, der neue Bauer, den wir alle erwartet haben und dessen Ankunft viele Konversationen entfacht hat. Ich bin Elliot. Ich lebe in der kleinen Hütte am Strand. Es ist mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Is it it? Naja. So, eine Muschel? Fragezeichen. Ja. Ich wollte eigentlich das Fragezeichen anklicken. Na, ja. Oh, geil, Seetang. Ein gewöhnlicher Weichtier, das in Gruppen lebt. Kann zum Kochen verwendet werden. Mhm. Den Müll. Hm, mit 300 Stück Holz könnte man das hier reparieren. Ja. Natürlich, 300 Stück Holz. Wo ist das? Mann, hör auf zu angeln. Ja, okay, irgendwas ist es. Naja, gut. Dann, wer ist er denn? Oh, schicke Friese. Wo läufst du lang? Da. Ey, ich bin Sam. Nett, dich kennenzulernen. Okay, hallo Sam. So, ich würde erstmal meine Sachen anbauen, also meine Kartuschkis. Und dann... Ah, wir haben es schon 15 Uhr. Gleich. Mein Ohr juckt. Wahnsinn. Ja, nee, wir bauen erstmal an. So, 8 Stück hatten wir, ne? Ja. So. Zack. Dann fleißig gießen. Und dann können wir eigentlich auch mal hier auffüllen. Lups. So, das kommt weg. Zack. Die können wir wegschmeißen. Das würde ich behalten. Den. Komm, die goldene Sardine behalten wir mal. Und das können wir eigentlich mal alles verkaufen. Können wir mal die Kiste hier mal drin schmeißen. So. Zack. Kann ich hier in dem Teich auch angeln? Obwohl, ich habe hier einen fetten Teich.
Gucken wir mal, ob hier überhaupt was drinne schwimmt. Blub, blub. Hallo. Blub. Oh ja. Was ist denn das? Joja Cola. Mhm. Flop Snacks. Oh, was nett. Du fühlst dich vor Überanstrengung träge. Ach du Scheiße, ich habe schon wieder keine Energie. Eine durchweichte Zeitung. Oh nein. Ja, diesmal machen wir nicht den Fehler und machen uns tot. Sondern... Ganz ehrlich, kann ich die Zeitung nicht verkaufen? Ich weiß nicht, ob wir mit der Zeitung später was anstellen können. Joja Cola, das Aushängeschild des Joja-Konzerns. Naja, ich würde sagen, wir gehen mal schlafen. Ist zwar relativ früh noch, so die Angel brauchen wir auch nicht immer mitschleppen. Müde. Ich bin... Können wir einen Fernseher kicken? Wähle Sendung, Wetterbericht. Willkommen bei KOSU 5, deiner Lieblingsquelle für Wetter, Neuigkeiten und Unterhaltung. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen. Morgen wird es den ganzen Tag regnen. Sehr gut. Wir müssen morgen also nicht gießen. Wahrsager. Oh, ich sehe ein Glitzern in meiner Kristallkugel. Eine Scherbe des Wissens aus der Zukunft. Die Geister fühlen sich heute neutral gesinnt. Der Tag liegt in deinen Händen. Super, danke. Kann ich hier eigentlich was kochen? Oh. Nee, kann ich nicht. Ja, ist ja auch schon 18 Uhr, aber können wir eigentlich auch mal schlafen gehen. Wir hatten ja auch nur halbe Energie. Yeah, sammeln Stufe 1. Axt-Effektivität. Effektivität, ja. Bäume lassen manchmal Samen fallen. Neues Herstellungsrezept. Wilde Saat, Frühling. Und wir können einen Müsli-Riegel herstellen. Schön. Okay, oh, sehr gut. Wir kriegen schön Geld. Eine Sardine bringt 40, eine Miesmuschel 30, durchweichte Zeitung 0. Und so eine Muschel bringt 50. Na gut, aber die finden wir nur am Strand wahrscheinlich oder so. Achso, eins muss ich sagen, ich habe ja nach der gestrigen Folge, sehr gut, beendet. Und man startet quasi immer beim Tag, also da sind die Speichermodis oder die Speicherintervalle. Deswegen ist der eine Samen. Samen? Der eine Same? Wow. Der eine Samen wieder da. Also wir haben wieder volles Feld. Müssen wir mal ein bisschen aufräumen hier. So, was haben wir hier? Hier haben wir ein unfertiges Haus. Ja. Was ist das? Barney, warte auf meine Rückkehr zu Beginn deines dritten Jahres, Großvater. Mhm. Oh, das kann ich aussammeln, ne? Wilder Meerrettich. So, und hier ist so eine Höhle. Da komme ich aber nicht rein. Okay, hier ist nichts. Wow, was war das? War das mit dem Bauch? Okay. So, dann gehen wir mal hier oben lang. Hier ist nochmal ein wilder Meerrettich. Gucken wir uns mal hier oben so ein bisschen um. Ah, Häuser. Oh, noch ein Haus. Oder ein Zelt, besser gesagt. Oh, ist das? Oh, hallo. Eisenbahn, nach oben. Okay. Da ist aber zu, da kommen wir doch nicht hin. Hallo? Jemand Fremdes? Hallo? Lass dich von mir nicht stören, ich lebe allein hier draußen. Okay. Was war denn das? Hier ist schon wieder so eine Statue. Wahnsinn. Oh, gelber Meerrettich. Schön. Können wir wahrscheinlich auch verkaufen. So, es ist verschlossen. 9 Uhr. Okay, haben wir noch nicht. Dann... Also, ich kenne die Karte leider schon. Deswegen... Okay, das ist... Das kenne ich nicht. Hallo?
Hallo? Ich kann nichts machen. Okay, krass. Das ist nicht schön, weil ich wollte eigentlich mal nach da oben gehen. Da ist nämlich auch noch was sehr Interessantes. Aber das werden wir dann wohl auf später verschieben müssen. So, da kann ich noch was einsammeln. Narzisse. Und hier haben wir noch ein altes Pelikan-Town. Das wurde leider nicht übersetzt. Es ist verschlossen. Okay. Ein Brunnen. Ich weiß nicht, ob sich die Tagesrhythmen, also die Leute haben hier immer ihre, naja, Automatiken, denen sie nachgehen. Ich weiß nicht, ob die sich im bei Regen verändern. Oh, Ausrufezeichen. Eine Mission. Aushilfe gesucht. Mein Vorrat an Joja-Cola geht zur Neige. Wenn mir jemand etwas davon bringen könnte, wäre ich sehr dankbar. Jodi. Ja, ich habe eine Joja-Cola. Jodi, wer war denn Jodi? Jodi Foster. Müssen wir gleich mal auf die Karte gucken. Da stehen ja die ganzen Namen immer. Und wo die Leute sich aufhalten. Warum ist dieser Bildschirm eigentlich mal so eingegrenzt? Ist auch nur der eine Bildschirm. So, erstmal hier halt weg. Holz weg. Und die Joja-Cola kommt mit. Und die Angel. Obwohl, die Angel lassen wir hier. So, Jodi. Ach so, weil der Kartenbereich so eingegrenzt ist. Deswegen ist hier links und rechts so ein Rahmen. Okay, kann ich auf M gucken? Ja. Wo wohnt Jodi? Da unten. Oh, das war jetzt Zufall. Weidengasse 1. Kann ich hier durchgehen? Ja. Und hier in dem blauen Haus müsste Jodi zumindest wohnen. Ahornsamen, alles klar. Oh, wer seid ihr denn? Hallo? Oh, jemand Fremdes. Mein Name ist Vincent. Mama sagt, ich soll nicht mit Fremden reden. Aber du siehst in Ordnung aus. Mhm. Achso, sie hat abgewaschen. Ich möchte einen neuen Song für meine Band schreiben, aber mir fällt nichts ein. Hey, worüber soll der neue Song handeln? Landwirtschaft, das Arbeiten in der Mine und Holzhacken. Statt im Meer, Züge. So, was du willst. Wird sowieso ein furchtbarer Song. In der Stadt im Meer. Ey, weißt du was? Das klingt perfekt, danke. Bist du Jodi? Oh ja. Hast du deine Schuhe abgewischt, bevor du rein bist? Entschuldige, ich habe eben erst den Boden gewischt. Aber du bist immer hier, willkommen. Hihi. Ich würde dir gerne deine Joja Cola geben. Ah. Hallo Barney, du hast mir gebracht, wonach ich gefragt hatte. Sieht perfekt aus. Hier deine Bezahlung, wie versprochen. Lieferung, yes. 75 Gold. Danke, Jodi. So, dann können wir... Da war nichts. Können wir mal gucken, wer hier wohnt? Hallo? Du bist nicht gut genug mit Haley befreundet. Okay, aber hier mit der... Oh, Haley kommt raus. Ich glaube, mit der habe ich noch nicht geredet. Oh, du bist der neue Bauernjunge, oder? Ah, ich bin Haley. Hm. Wenn du nicht diese entsetzlichen Klamotten tragen würdest, wärst du vielleicht sogar recht süß. Ja. Okay, danke. In der Kalisco-Wüste regnet es nie. Dort wohnt meine Freundin Sandy. Ich wünschte, ich könnte sie heute besuchen. Sandy, wie sandig, wohnt in der Wüste? Na, das ist ja ein Zufall. Okay, wie viele Leute haben wir denn mittlerweile schon gefunden? Oh, noch 8 Leute fehlen. Ah, okay, 2 weiß ich. 3 weiß ich, 4 weiß ich. 5 müsste ich ungefähr noch wissen. Also, hier hinten haben wir nämlich noch 2 Häuschen. Und zwar haben wir hier einmal den Bibliothekar. Hallo, willkommen im Sterntautaler. Archäologiebüro, wow. Könnte ja ein Wort für Glücksrad sein.
Das ist peinlich, aber der letzte Museumsdirektor hat sich mit der ganzen Sammlung aus dem Staub gemacht. Wir haben keine Artefakte, die wir ausstellen können. Ich hoffe, wir können das bald ändern. Falls du irgendwelche Artefakte oder Mineralien da draußen findest, kannst du es mich wissen lassen. Okay. Hier fehlt ein Buch. Ah ja. Okay, ja, Mineralien. Also wir können hier hinten alles ausstellen. Oh, da ist die Penny. Hallo, Penny. Wir haben hier keine Schule, aber ich gebe alles, um Vincent und Jas ordentlich zu erziehen. Jedes Kind verdient eine Chance, erfolgreich zu sein. Ja. Jas ist sehr gut in Mathe und im Lesen. Vincent ist gut im... Nun, er hat eine lebhafte Fantasie. Die Penny. Ja. Also ich habe Gronkhs Let's Play ein bisschen geguckt, tatsächlich aber nicht bis zum Ende. Und ich weiß nicht, ob Team Penny oder Abigail am Ende es wurde. Und hier haben wir noch einen Schmied. Laden? Kopper. Oh, hier kann man Erz kaufen. Geil. Geil. Können wir aber später auch selber uns besorgen. Hi, ich bin Clint. Der Schmied der Stadt. Wenn du jemals deine Werkzeuge verbessern willst, bin ich dein Mann. Okay. Danke, Clint. Werkzeuge verbessern, ja. Werden wir später definitiv auch nochmal machen. Okay, wo geht's hier hin? Ach, zum Joja-Mart. Stimmt. Kann man mit dir reden? Ach, Pam. Es lief in letzter Zeit nicht so gut. Ich habe meinen Job als Busfahrer verloren. Wenn ich den zurückbekommen würde, könnte ich wieder zur Callisto-Wüste fahren. Ja. Okay. So, hier kann man Sachen kaufen. Kann man auch Samen kaufen? Ich weiß nicht, ob die... Oh, doch, die sind teurer, ne? Ja, die sind teurer hier. Und hier kann man auch Sachen für das Haus kaufen. Willkommen im Joja-Markt. Wie geht es dir heute? Ich denke nicht, dass wir uns schon einmal getroffen haben. Ich bin Morris, Repräsentant für Joja-Kundenzufriedenheit. Wenn du dich dazu entschließt, ein Joja-Mitglied zu werden, werde ich deinen Beitritt mit Freuden unterstützen. Okay. Willkommen im Joja-Markt. Wir sind momentan... Achso, wir sind momentan dabei, ein brandneues Mitgliedschaftssystem für unsere Kunden einzubauen. Bitte schau bald wieder mit vorbei, um mitzumachen. Willkommen im Joja-Markt. Wir sind... Ja, okay, wir sind momentan dabei. Kann man mit dem auch reden? Shane ist hart bei der Arbeit. Er scheint kein Interesse an einem Gespräch zu haben. Such a shame. Okay, hier kommen also die Lieferungen für den Joja-Markt. Joja-Markt. Ne, er ist ja Mart. Stimmt, ist ja Englisch. Wird nicht übersetzt. Ah, da oben geht's nicht weiter. Ach genau, wir können noch mal ein Haus besuchen, wo ich noch nicht mit euch war. Und zwar... Hier oben. Da, das war ja zu. Oh, du bist gerade eingezogen. Richtig cool. Bei all den Orten auf der Welt hast du diese Stadt gewählt? Naja, eher mein Opa als ich. Brauchst du was? Grüße, ich bin Demetrius, örtlicher Wissenschaftler und Vater. Danke, dass du dich auch vorstellst. Ich studiere momentan die hiesige Flora und Fauna von meinem Heimatlabor aus. Hast du meine Tochter Maru getroffen? Sie scheint dich gern treffen zu wollen. Ist das hier nicht Maru? Nee, Robin. Hast du ihn in der Stadt schon getroffen? Das klingt anstrengend. Ja. Was kann ich tun? Laden? Ah, oh. Einfache Fenster. Aha. Birkenstuhl. Birkenbank. Ach du Scheiße. Okay. Werkbank. Telefon. Krass. Da können wir voll unser Haus aufpimpen. Trittsteinpflasterpfad. Okay. Was haben wir noch? Haus verbessern. Für 10.000 Gold und 450. Ja. Alles klar. Und Hofgebäude errichten. Hühnerstall. Kleine Tiere. Stall. Vier Stalltiere. Möglichkeit, deine Gießkanne wieder aufzufüllen. Naja, wir haben so viel Teiche. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Ermöglicht es, Gras zu schneiden und als Futter aufzubewahren. Das wäre nicht schlecht. 100 Gold, ein bisschen Stein, Lehm. Lehm weiß ich nicht, wo wir das herkriegen. Und Kopperbarren. Ohne Mühle. Krass. Ermöglicht es, Weizen, Rüben und Reis zu mahlen. Ach du Scheiße. Schuppen, leeres Gebäude. Füll es mit etwas, mit was, was... Wow.
Fülle es mit was auch immer du willst. Der Innenraum kann eingerichtet werden. Ein Fischteich. Züchte Fische und ernte ihre Produkte. Fische vermehren sich mit der Zeit. Oh, krass. Was, eine Hütte? Ein Heim für einen Freund? Wird aus Land... Was? Voll 100G? Ah, das könnten wir uns ja locker leisten. Noch eine Hütte. Noch eine Hütte. Pferdestall. Möglich ist, ein Pferd zu halten und zu reiten. Pferd inklusive. Alter, Schleimstall. Züchte bis zu 20 Schleime. Fülle die Wassertroge und die Schleime werden Schleimbälle produzieren. Noch einen neuen Versandbehälter? Aha. Krass, Alter. Okay, da können wir noch einiges machen. Wenn es regnet, habe ich eine gute Ausrede, den ganzen Tag an meinen Geräten zu basteln. Das muss für dich aber ziemlich langweilig sein. Ja, und du wolltest mich kennenlernen. Shame on you. Okay, hier kommen wir wahrscheinlich nicht hin. Erste Schritte. Achso, baue Pastinaken an. 5 Leute fehlen noch. 16 Uhr. Okay, der hämmert immer noch. Was machen wir denn jetzt? Ach, wir können doch mal einen Menschen besuchen, der mir spontan noch in den Sinn kommt. Den wir definitiv noch nicht kennen. Und zwar gehen wir jetzt mal in den Saloon. In den Salon. Oh, kennen wir euch? Ja. Oh, die gehen alle in den Saloon. Sieht nach einem guten Tag zum Ballspielen aus, oder? Nee, ehrlich gesagt regnet es seit 8 Stunden, 9 Stunden. Ich würde dich ja darum bitten, den Ball zu werfen, aber du siehst nicht sonderlich sportlich aus. Schon okay, ich schaue einfach. Ich will mit dir Ball spielen. Sauer, was soll das bitte heißen? Ja, ich will mit dir Ball spielen. Wirklich? Ich habe dich wohl unterschätzt. Mein Arm schmerzt ein wenig, aber vielleicht nächstes Mal. Vogel. Okay, mit denen haben wir schon geredet. Alter, jetzt kommen hier alle in die... Hallo, ist nett, dich kennenzulernen. Lea, oh, hallo. Und du hast eine gute Zeit gewählt, um herzuziehen. Der Frühling ist herrlich. Und da kommt der Bürgermeister. So, aber den Saloon kennen wir noch nicht. Und zwar den guten Mann hier hinterm Saloon-Tresen. Gas heißt er, glaube ich, naja. Oh, hallo du, ich bin Gas, Chef und Besitzer der Kneipe zum Sternenfall. Guten Abend, kann ich dir etwas bringen? Oh, guten Abend, kann ich dir etwas bringen? Guten Abend, kann ich dir etwas bringen? Okay, der kann mir nur was bringen. Mit denen haben wir schon geredet. Jukebox. So, hier gibt es noch ein paar Arcade-Spiele. Wer bist du denn? Oh, es geht doch nichts über eine eiskalte Jojo-Cola an einem komplett durchnässten Tag, oder? Kleiner Scherz. Es geht doch... Achso. Kleiner Scherz, oder? Ja. Okay. So, hier gibt es noch Arcade-Spiele. Dort ist ein schädelförmiges Schlüsselloch. Reise der Prärie... des Präriekönigs. WASD, schießen. Was? Was? Alter, Alter. Boah, ich bin ja für sowas gar nicht gemacht. Multitasking. Oh, was ist das? Eine 1? Ah, nein! Falsche Taste! Alter, das ist gar nicht mein Spiel. Alter. Das kriege ich nicht gebacken mit WASD und sowas. Da fehlt mir einfach die Koordination. Wo ist denn das? Ein Leben? Ah, ich bin dafür einfach zu ein Krüppel. Wo ist denn das? Nein, scheiße. Habe ich noch ein Leben? Nee, das ist gar nichts für mich. Ich würde gerne mal in die Richtung schießen, in die ich auch laufe. Oh, Alter.
Wie gesagt, das ist überhaupt gar nicht meins. Alter, was ist jetzt los? Ey, stopp! Oh, Mist! Naja, gut, der letzte Versuch war halbwegs... Oh, geht sogar noch weiter. Der letzte Versuch war sogar noch halbwegs angenehm. Wegzurennen. Was denn jetzt? Alter, bam! Der war aber arschweit weg noch. Ich weiß nicht, was dieser Einzimmer bedeutet. Oh, das war sehr knapp. Nochmal ein Leben, yeah. Yeah, baby. Oh, was ist denn das? Alter. Schieß, einfach schießen und jetzt hier. Bam. Boom. Na? Oh. Da muss ich weitergehen? Oh, was ist denn das? Neues Level? Passiert hier noch was? Ah, jetzt. Okay. Ah, ich weiß halt, wo die Gegner herkommen, ne? Nein, nein, nein! Ah! Hatte ich noch ein Leben? Ja. Hör auf! Ah, shit. Ja, okay, das war's. Na gut. Game over. So, dann verlassen wir. Und wir verlassen auch die Folge. Sehen uns morgen wieder und dann gucken wir mal, ob wir die restlichen Leute noch finden, die wir noch nicht gefunden haben. Und dann gucken wir mal, ob wir die erste Ernte morgen einfahren können. Also in der Folge. Ne? Bis dahin, tschüss!